Kapitel 3. Harry wusste nicht, was er erwartet hatte, aber die Wohnung war klein, aber wirklich gemütlich. Auf der Couch lag noch Bettzeug. Harry wusste, dass Draco dort schlief, wenn Lily bei ihm war, denn das kleine Mädchen bekam dann das Schlafzimmer. Schnell griff Draco sich die Sachen und brachte sie weg. Tut mir leid, wir haben etwas getrödelt heute Morgen, sagte er entschuldigend und räumte das Geschirr vom Frühstück in die offene Küche. Kein Problem. Nett hier, sagte Harry. Ja, es ist ganz okay. Setz dich doch bitte. Möchtest du einen Tee? Sagte Draco etwas fahrig. Nein, danke, ich brauche nichts. Harry setzte sich auf die Couch und sah sich um. Auf dem Sims des Kamins standen einige Fotos. Fotos, die auch Harry gut kannte. Fotos von ihm und Draco auf Reisen, von ihnen mit der noch sehr kleinen Lily und von Lily alleine. Er stand auf, nahm einen der Rahmen in die Hand. Das Foto zeigte ihn Draco und Lily am Strand in Frankreich. Es war der letzte Urlaub, den sie gemeinsam verbracht hatten. Sie sahen glücklich aus. Die Haut von der Sonne gebräunt und Lillys Haare, nass vom Wasser, strahlte sie in die Kamera. Mein Lieblingsbild. Draco war wieder ins Wohnzimmer getreten und Harry drehte sich um. Ja, es ist wirklich schön, sagte er und stellte den Rahmen zurück, ehe er sich wieder setzte. Draco nahm auf den Sessel ihm gegenüber Platz und sah ihn erwartungsvoll an. Ich habe gestern einen Brief bekommen. Er war von Ethan Myers, sagte Harry. Draco schluckte schwer, wirkte aber durchaus verwirrt. Lies ihn, sagte Harry und reichte ihm seinen Ex-Freund das Pergament. Draco griff mit zitternden Fingern nach dem Schriftstück und las. Harry beobachtete ihn genau. Er war nicht wirklich überrascht, dass Draco offenbar nicht wirklich etwas Neues las. Irgendwann reichte dies den Brief wieder an Harry. Seit wann ist deine Erinnerung wieder da? Wollte er ohne Umschweife wissen. Ein paar Wochen schon, sagte Draco kleinlaut. Warum hast du nicht mit mir gesprochen? Hättest du mir dann geglaubt? Ich habe mir selber kaum geglaubt. Ich hätte dir zugehört, sagte Harry sanft. Draco sah ihn an und nickte kaum merklich. Gut, ich erzähle dir alles, was mir wieder eingefallen ist. Wir haben wirklich viel getrunken und ich konnte einfach nicht mehr apparieren. Als wir in Ethans Wohnung sind, wollte ich den Kamin nehmen, aber ich hatte das Gefühl, kaum noch laufen zu können. Ethan ging es ähnlich. Wir hielten einander fest, damit wir nicht umfielen und dann hatte er mich geküsst. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es war ein schlechter Kuss. Ich habe ihn aber von mir gedrückt. Ich wollte nicht, dass er. Aber ich war nicht mehr Herr meiner Sinne. Es war plötzlich furchtbar heiß und stickig. Ich hatte das Gefühl, nicht mehr atmen zu können. Also habe ich mich ausgezogen und Ethan auch. Ich weiß nicht mehr, wie wir in seinem Schlafzimmer gelandet sind. Aber er hat dann wieder versucht, mich zu küssen. Und irgendwann habe ich ihn energisch von mir gestoßen. Und dabei muss ich ihn wohl angeschrien haben. Auf jeden Fall müssen wir dann beide eingeschlafen sein. Und am nächsten Morgen wachten wir ohne Erinnerung auf. Nachdem du mich zu Recht rausgeschmissen hast, bin ich dann zu Blaze und Neville und am Montag zu Ethan. Flashback vor einem Jahr bei Gringotts. Draco eilte durch die Gänge. Es war früher Morgen und er hoffte inständig, dass Ethan bereits im Büro war. Er hatte kaum geschlafen seit Samstag und er wollte nur eines, seine Familie zurück. Aber der Tagesprophet in seiner Hand ließ dies in weite Ferne rücken. Er klopfte an der Bürotür und wusste nicht, ob er erleichtert sein sollte oder nicht, als ein »Ja, bitte« erklang. Ethan sah ähnlich fertig aus wie er selbst. Der Mann sah ihn sichtlich überrascht an. »Oh, hey, ich hab nicht damit gerechnet, dass du heute herkommst«, sagte er fadig. »Hast du es gelesen?« wollte Draco lediglich wissen und warf dem anderen die Zeitung hin. Ethan überflog die Schlagzeile. Draco Malfoy und Harry Potter getrennt. Ist dieser Mann schuld? Das unscharfe Foto zeigte Draco und ihn, wie sie zusammen die Bar verließen. Woher wissen die das so schnell? Fragte er. Ist doch egal, Ethan, was ist passiert? Ich weiß überhaupt nichts mehr. Denkst du ich? Ich habe keine Ahnung. Meine Erinnerung reicht nur noch bis dahin, wo wir die Bar betreten haben. Draco nickte. Ja, meine auch. Ich denke, jemand hat uns etwas in die Drinks gemischt. Ja, das dachte ich mir auch. Es tut mir leid. Das musst du mir glauben. Ich wollte doch nicht, dass ihr euch trennt. Ich wollte.
stotterte Ethan. Was? Heißt das, du willst was von mir? Das hört sich so abfällig an. Ja, ich gebe zu, ich finde dich attraktiv. Aber nie würde ich dich verführen. Ich wollte nur einen netten Abend haben. Draco rieb sich die Augen und ging im Raum auf und ab. Bei Merlin, ich habe einen Freund, ein Kind und nun, sagte er. Ethan starrte auf seine Fingerspitzen. Ich werde gehen. Ich habe Familie in Wales und ich kann dort in der Zweigstelle von Gringotts anfangen. Mein Versetzungsgesuch wurde bewilligt, sagte er irgendwann. Draco sah ihn an und nickte. Okay, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber dann alles Gute. Er reichte Ethan die Hand und dieser ergriff sie. Ja, danke, ich hoffe, ihr bekommt das wieder hin, sagte Ethan. Ja, ich auch, sagte Draco, wandte sich um und verließ das Büro. Flashback Ende. So wie es sich anhört, war wirklich etwas in euren Drinks, sagte Harry nach einer Weile in der Stille. Ja, schon, aber das ist keine Entschuldigung, sagte Draco. Nein, vielleicht nicht, aber es macht es etwas, keine Ahnung, nachvollziehbarer. Weißt du, Dre, ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich hätte viel früher den Mund aufmachen müssen. Monatelang arbeitest du nur noch. Wir sehen uns nur an den Wochenenden. Und da bist du so erschöpft, dass du kaum zu irgendwas bewegend bist. Die ganze Zeit über war ich gar nicht mehr so wütend auf dich, sondern auf mich, weil ich dachte, ich hätte dich in die Arme eines anderen getrieben, sagte Harry und schluckte schwer. Draco sprang auf, setzte sich neben ihn, zögernd griff er nach Harrys Hand. Dieser ließ es zu und das Gefühl, den anderen nach all der Zeit wieder zu spüren, war unbeschreiblich. Hey, hör auf. Es war alles meine Schuld. Ich habe dir nicht die Wahrheit gesagt. Es gab und gibt einen Grund, warum ich so viel arbeite, sagte Draco. Harry sah auf und Draco seufzte. Lily war erst 2 Jahre alt. Da war ich mit ihr in der Winkelgasse unterwegs. Sie saß auf meiner Schulter und freute sich über die vielen Menschen. Als ich mit ihr dann in ein Geschäft ging, nahm ich sie auf den Arm. Blicke, die war ich gewohnt, aber ich hörte auch, wie die eine Frau sagte, das arme Mädchen als Tochter eines Todessers. Ich spürte ihre Blicke, die mich durchbohrten, und ich schwor mir, dass Lily nie unter solchen Anfeindungen leiden sollte. Also begann ich hart zu arbeiten. Ich wollte einfach, dass man mich nicht mehr nur als Draco Malfoy, den ehemaligen Todesser, kennt, sondern eher als einen erfolgreichen Geschäftsmann. Ich wollte, dass man Lily nie wieder so mitleidig ansieht. Inzwischen ist mir klar, dass ich bei allem das vergessen habe, was wirklich wichtig ist. Viel wichtiger als Ansehen oder Macht. Dracos Stimme brach. Harry sah seinen Ex-Freund lange an. Dann strich ihm sanft über die Wange. Warum hast du nie mit mir darüber gesprochen? Hilflos zuckte Draco mit den Schultern. Ich weiß nicht. Scham, Stolz, irgendwas dazwischen. Sieh mich an, bat Harry, und Draco sah mit feuchten Augen auf. Du hattest nie eine Wahl. Du bist in die Sache hineingeboren worden, und das ist es, was uns vielleicht am meisten verbindet. Ich hatte auch nie die Wahl, und genau wie du habe ich mich dem gestellt. Dre, du hast alles getan, um nicht dein Vater zu werden. Niemand von uns ist ohne Fehler oder Schwäche. Es tut mir leid, dass ich dich damit all dem allein gelassen habe. Weißt du, mich hatte nicht mal die Tatsache verletzt, dass du mit einem anderen geschlafen hast, sondern ich war wütend auf dich und auf mich, weil wir nicht alles getan haben, um unsere Liebe zu retten. Oder was weiß ich. Wir haben immer um alles gekämpft und am Ende doch verloren. Das tat mehr weh, als ich gedacht habe, sagte er mit brüchiger Stimme. Haben wir das denn verloren? Fragte Draco kaum hörbar. Nur wenn wir jetzt aufgeben, sagte Harry, lehnte sich nach vorn und verschloss mit seinen Lippen die von Draco. Der erste Kuss nach einem Jahr war mehr als nur ein Kuss. Es war die Versicherung, den anderen nie wieder allein zu lassen, nie wieder zu schweigen und mit allem, was sie hatten, um einander zu kämpfen. 2 Monate später. Frohe Weihnachten! Blaise breitete die Arme aus und umarmte erst Harry und dann Draco, ehe er Lily in die Luft warf und das jauchzende Mädchen wieder fing. Nur herein in die gute Stube, sagte er dann und ließ ihnen den Vortritt. Frohe Weihnachten, Jungs, frohe Weihnachten, Neville, und auch dir, Alice, sagte Harry und küsste das Baby auf die Stirn. Die letzten 2 Monate waren wie im Flug vergangen. Harry und Draco hatten viel geredet, sich Zeit gelassen und von vorne begonnen.
Vor 3 Wochen war Draco wieder eingezogen und Lily war so glücklich wie nie zuvor. Draco hatte seine Stunden bei Gringotts reduziert und auch Harry arbeitete weniger. Sie verbrachten so viel Zeit zusammen, wie es nur ging. Es hatte lange gedauert, bis sie das erste Mal wieder miteinander schlafen hatten, und es war fast so, als wäre danach ein Schatten von ihnen genommen worden. »Daddy, kann ich Lily die neuen Eisenbahn zeigen?« bettete Nigel nach dem Essen. »Sicher, geht nur«, sagte Neville lächelnd, und schon sprangen die beiden auf und rannten in Nigels Zimmer. Die Zwillinge nahmen das als Anlass, sich ebenfalls zu verdrücken, und so saßen bald nur noch die 4 Männer um den Tisch. Blaise wiegte Alice in seinen Arm und lächelte. »Das letzte Weihnachten war ziemlich trostlos. Es ist schön, euch hier zu sehen«, sagte er. »Ja, das finden wir auch. Außerdem, dass Lily nun jede Nacht zu uns ins Bett kriecht, weil sie Angst hat, dass Draco am nächsten Morgen wieder weg ist«, sagte Harry seufzend. »Gebt ihr Zeit, sie gewöhnt sich schon wieder daran«, sagte Neville, als ein Knall aus dem ersten Stock zu hören war. »Oh«, sagte Blaise, gab alles an Neville und stürmte nach oben. »Jungs, das letzte Mal, kein Feuerwerk im Haus«, rief er, doch von oben erklang nur helles Kinderlachen und auch Harry und Draco und Neville stimmten ein. Als es später wurde, saßen sie gemeinsam im Wohnzimmer. Der Weihnachtsbaum leuchtete draußen und es hatte begonnen, leicht zu schneien. Lily lag auf Dracos Brust und schlief, während Nigel um den Weihnachtsbaum eingeschlafen war. Frank und Oliver saßen am Blaze Tisch und spielten Zauberschach, und Neville brachte Alice ins Bett. Draco lehnte seinen Kopf von Harrys Schulter. »Bist du glücklich?«, fragte er. Harry küsste seine Schläfe und nickte. »Ja«, sagte er dann und flüsterte, »heirate mich.« Überrascht sah Draco auf. »Ich weiß, ich will dich nie wieder gehen lassen, und du könntest meinen Namen annehmen. Du sollst dich nie wieder wegen deines Nachnamens schämen müssen. Ich liebe dich, Draco, und ich möchte wirklich, dass du mein Mann wirst«, sagte Harry und lächelte. Draco lehnte sich nach vorne und küsste ihn. »Ja, ja, ich will«, sagte er. Und nun war es Harry, der ihre Lippen wieder verband. Blaise hatte alles vom Tisch aus beobachtet und nickte zufrieden. Ja, nun war alles, wie es sein sollte.